Ja, fangen wir mal an. Die Aufzeichnung läuft und ich begrüße alle recht herzlich zu einem Webinar, ja, Videokonferenztool Zoom, Wiederholung und Rückfragen. Wir hatten ja bereits letzte Woche schon ein Webinar zu dem Thema gehabt, aber ich glaube, das sind einfach viele Informationen und vielleicht haben sich in der Zeit auch noch mal ein paar Fragen auch noch mal ergeben. In der Presse oder online ist ja in letzter Zeit auch recht viel gelesen oder konnte man recht viel lesen über Datenschutzthemen, was Zoom betrifft. Und ja, ich möchte das jetzt einfach auch mal nutzen, um auf aktuelle Fragen einzugehen, noch mal so ein bisschen wiederholen, was sind so die Grundfunktionen von Zoom und dann schauen wir mal, wo wir uns heute hinbewegen. Sie haben die Möglichkeit, im Vorfeld auch Fragen zu stellen. Wir haben hier ein externes Fragetool mit eingebaut. Das ist mir gerade etwas lieber als der Chat bei mehreren Leuten, weil ich hier einfach die Fragen auch geordnet bekomme, man die bewerten kann und mir so einfach die Fragen auch nicht untergehen. Das heißt, wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie es einfach da rein und ja, ich werde es dann mit aufnehmen. Die ganze Veranstaltung, die wird aufgezeichnet und sehr wahrscheinlich ab morgen, sofern die Aufzeichnung dann verarbeitet ist, ist die über unser Blog dann auch abrufbar, erwachsenenbildung-ekhn.blog. Da finden Sie auch im Kalender die Webinarübersicht mit weiteren Veranstaltungen. In Ordnung, fangen wir an. Ich hatte mir gedacht, wir starten einfach mal mit einer kleinen Abfrage, um auch mal zu gucken, wer jetzt hier alles im Raum ist. Wir machen jetzt keine Vorstellungsrunde, sondern mir geht es einfach nur darum, ob Sie bereits mit Zoom Erfahrung haben, ob Sie das kennen oder nicht. Und dafür sollte sich jetzt bei Ihnen eine, ja, kleine Umfrage auftun. Und da würde ich Sie bitten, ja, hier gerade kurz eben zu antworten. Gut. 82% haben jetzt teilgenommen. Es bewegt sich gerade nichts mehr. Von daher nehmen wir das jetzt einfach mal als Stimmungsbild für alle. Ein großer Teil ist Zoom schon mal bekannt. Ein kleinerer Teil kennt sich schon recht gut damit aus und ein noch kleinerer Teil noch gar nicht. Von daher werde ich jetzt einfach auf, ja, Grundbedienung noch mal ganz kurz eingehen mit Meeting-ID richtig einladen, wie ich einen Raum soweit vorbereite, die Grundeinstellung und dann einfach auch mal schauen, was für Fragen von Ihnen auch kommen. Eine Frage, die sich hier immer wieder stellt, das ist die nach den unterschiedlichen Lizenztypen. Und zwar, Sie haben ja gesehen auf der Zoom-Webseite, ich blende die mal eben ein. Gibt es im Bereich Preise und Pläne vier unterschiedliche Tarife und viele nutzen derzeit den kostenlosen Basistarif, der eigentlich schon recht umfänglich ist, zuverlässig läuft, allerdings ab 3 Personen auf 40 Minuten limitiert ist und nach 40 Minuten, ja, springt dann im Prinzip oder wird die Videokonferenz automatisch beendet. Einigen reicht das für kurze Sessions, einige lösen das so, dass sie diese 40 Minuten nehmen und sich danach nochmal ein zweites Mal wieder einloggen. Auch das ist möglich. Die Pro-Variante kostet 14 € im Monat, bietet im Großen und Ganzen, was eben die Basic-Variante bietet, aber eben ohne diese Zeiteingrenzung. Und ich habe hier auch die Möglichkeit, Veranstaltungen in der Cloud mit aufzunehmen, also in der Zoom-Cloud, wie ich das jetzt auch gerade mache. Die Meetings sind bis 24 Stunden, glaube ich, limitiert. Genau, das heißt maximal 24 Stunden Sitzung. Ich denke, das sollte reichen. Und ich habe verschiedene Funktionssteuerungen über die Administrationsebene. Das heißt, wenn ich einlade,
kann ich eben auch festlegen, zum Beispiel, sind Ihre Mikrofone aktiviert, deaktiviert, können Sie sich selber nochmal freischalten, ich kann Co-Host so weiter bestimmen, etc. Das ist der Tarif, der für Einzelbenutzer eher interessant ist, Business und Enterprise. Enterprise gehe ich jetzt erstmal gar nicht darauf ein, dass es wirklich für ganz große Unternehmen mindestens 500 Teilnehmer oder 500 Teilnehmer, mindestens 50 Hosts, also 50 Lizenzen. Interessant für Einrichtungen dann wahrscheinlich eher der Business-Tarif mit 10 Lizenzen, 18,99. Also bitte darauf achten, wenn Sie mit dem Gedanken spielen, einen Business-Tarif anzuschaffen, es ist Minimum 10 Lizenzen müssen abgenommen werden, also 189 Euro im Monat. Ich will noch kurz noch sagen zu Zoom, ich bekomme gar kein Geld von Zoom, auch keine Provision. Es ist einfach ein Videokonferenztool, was ich selber im Zentrum Bildung schon seit fast 2 Jahren nutze und womit ich unheimlich gute Erfahrungen gemacht habe. Also sei es jetzt auch über die Webinare, über Videokonferenztools etc. Ich habe sehr viel ausprobiert an Tools, auch an Webinar-Tools, über Connect, Webinar2Go, ebenso die Klassiker. Und Zoom war einfach vom Leistungsumfang und vom Preis her der ganz klare Sieger, vor allen Dingen, was so die Benutzung von Smartphones auch ausgeht. Genau, das soweit erstmal so zu den Tarifen. Wir haben hier die Pro-Variante, hatte ich erwähnt. 13,99 € muss man wissen, das läuft monatlich, kann auch monatlich gekündigt werden, weil ich springe jetzt nämlich hier direkt mal in unser Umfragetool. Da ist nämlich auch wird nach dem Unterschied gefragt zwischen EasyMeet 24, Connect for Video und Zoom selber. Kurz zur Erklärung: EasyMeet 24 ist diese Firma, unter der auch Connect for Video läuft, unter der wir als Zentrum Bildung eben unsere Lizenzen gekauft haben. Das ist ein deutscher Anbieter, der eben auch deutschen Serverstandort gewährleistet, deutschsprachigen Support. Allerdings nur für Geschäftskunden und mit einjährigen Laufzeiten, also keine monatlichen Laufzeiten. Das ist einfach der Unterschied. Richtig. Und wenn Sie eben bei Zoom direkt was anbieten oder anmieten, haben Sie eben die monatliche Laufzeit. Genau. Meeting teilnehmen. Ich glaube, diejenigen, die da sind, die haben diese Hürde ja auch schon genommen. Im Prinzip, ja, mit jedem Account ist eine sogenannte Meeting-ID, das ist eine längere Nummer, 7 bis 10 Stellen verbunden. Die gilt im Prinzip als Eintrittsschlüssel in den Videokonferenzraum. Wenn ich mir diese Software heruntergeladen habe, klicke ich auf Teilnehmen, gebe diese 7-stellige oder diese Nummer ein und komme dann in den Videochat oder in die Videokonferenz. Der einzige Punkt, der hier ein bisschen knifflig ist, wo auch öfter mal Irritationen entstehen, ich möchte das einfach auch noch mal ganz kurz zeigen. Und zwar kann ich jetzt ja nicht von meinem Computer aus einem Meeting beitreten. Ich habe ja schon eins, daher falscher Link, greife ich jetzt gerade per Remote auf einen zweiten Computer zu, der hier neben mir steht und demonstriere jetzt einmal noch diesen Zugangsmechanismus eben für die Aufzeichnung. Diejenigen, die da sind, haben diese Hürde ja schon bewältigt. Also hier wird die Meeting-ID angegeben, der Name wird angegeben, einstellen, nicht mit Audio oder mit Video verbinden und dann teilnehmen. Und dann kommt ein entscheidendes Fenster, nämlich mit Computer-Audio teilnehmen. Und das ist auch ein Grund, warum viele, die in eine Zoom-Videokonferenz kommen, nichts hören, weil dieser Punkt oder dieser Button nicht gedrückt wurde. Computer-Audio teilnehmen erlaubt im Prinzip der Software Zoom auf Lautsprecher und Mikrofon generell zuzugreifen. Wenn Sie da nicht klicken, ist weder Lautsprecher noch Mikrofon aktiv, unabhängig davon, ob Sie das Mikrofon über die Zoom-Oberfläche aktiviert haben oder nicht. Also von daher ist das erstmal der erste Schritt, der zu beachten ist. Genau, um ein Meeting zu planen, auch hier gebe ich jetzt einfach mal kurz meinen Bildschirm frei, um Ihnen das auch mal zu zeigen, haben wir bei Zoom ein Planungstool. Und zwar nicht
im Videokonferenzfenster, sondern in dem Startfenster, was ich jetzt gerade in meinen ganzen Monitoren hier suche. Hier ist es, genau. Und zwar hier oben in der Leiste Home, Chat und Meetings kann ich im Bereich Meetings unterschiedliche Videokonferenzen planen. Das hat folgenden Sinn. Ich hatte vorhin gesagt, mit jedem Account ist eine benutzerdefinierte Meeting-ID verbunden. In meinem Fall, die haben Sie gehabt, diese Zahlenkombination 976-070-8664, um hier reinzukommen. Es kann jetzt aber auch mal sein, dass ich vielleicht ein Meeting organisieren möchte, das eine andere Meetingnummer hat. Eben vielleicht vertrauliches Beratungsgespräch oder wie auch immer. Ich möchte nicht, dass mein Gegenüber, der Kunde, der Klient vielleicht meine offizielle individuelle Meetingraumnummer kennt, wo er jederzeit rein kann, sondern ich möchte eine Zufalls-ID haben. Kann ich das hier auch festlegen? Hierfür klicke ich hier oben auf das Plus, Meeting planen, gebe Betreff ein, gebe Datum ein, Uhrzeit ein und dann kann ich einstellen, Meeting-ID automatisch erzeugen oder eine zufällige oder eben die feste, genau, also automatisch erzeugen, da ist dann eine zufällige ID oder eben die ID, die mir zugewiesen ist. Hier habe ich auch die Möglichkeit, ein Meeting-Passwort zu vergeben. Das bedeutet, es können diejenigen in das Meeting rein, die das Passwort kennen. Mag Vorteile haben, mag Nachteile haben, das muss jeder für sich selber entscheiden. Wichtig ist aber, wenn Sie die Option einmal setzen, ist das für alle künftige Meetings erst einmal gesetzt. Das heißt, daran müssen Sie einfach denken, nicht, dass Sie dann beim nächsten Meeting sich wundern, dass niemand zu Ihnen kommt. Audio. Hier war auch schon die Frage in den Polls, ist es auch möglich, komplett über Telefon teilzunehmen? Ja, ist es natürlich. Und zwar kann ich hier unter Audio festlegen, dass die Einwahl über Telefon und Computeraudio möglich ist. Wie Sie dann gleich an diese Telefonnummer kommen, das zeige ich Ihnen. So, wir haben jetzt hier das Zoom, das Testmeeting. Ich schreibe hier mal davor, dass ich das auch auseinanderhalten kann. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, bei Kalender mir direkt einen Kalendereintrag auch geben zu lassen. Dolmetschen ist eine neue Funktion, die ist meines Wissens nach noch nicht so ganz ausgebaut. Und zwar kann man dort wirklich externe Dolmetscherdienste auch noch mal einbinden lassen. Also da bin ich auch noch mit am Testen und überlegen. Da habe ich aber noch keine vorgefertigte Erfahrung mit. Habe ich das Meeting geplant, klicke ich auf Kalender, die Planung wird übernommen und hier nebenan geht jetzt direkt mein Kalenderbeitrag los und ich kann jetzt ja, das Meeting in den Kalender mit eintragen lassen. So, jetzt war ja die Frage, wie komme ich an diese Telefonnummer? Die ist zum einen in dieser Einladung, also in dem Kalendereintrag mit drin. Zum anderen habe ich auch hier die Möglichkeit, hier unten in der Navigationsleiste auf Einladen zu klicken und mir hier die Einladung für das laufende Meeting, also mit der laufenden Meeting-ID, auch nochmal kopieren oder in die Zwischenablage zu kopieren. Ich möchte jetzt einfach mal zeigen, was jetzt auch kopiert wurde. Und zwar öffne ich mal gerade einen Texteditor. So, das sind jetzt die Informationen. Ich mache es nochmal ein bisschen größer, die jetzt in die Zwischenablage kopiert wurden. Das heißt, da ist die Meeting-URL. Wenn jemand diesen Link hier zugeschickt bekommt und auf diesen Link draufklickt, öffnet sich sofort, wenn die Zoom-Software schon installiert ist, die Software und sie befinden sich dann in dem Meeting drin. Wenn die Software noch nicht installiert ist, kommt man zuerst auf die Website von Zoom und dann kann man sich den Klienten herunterladen. Die Meeting-ID, falls die manuell eingegeben werden möchte. Und dann gibt es hier noch die Schnelleinwahl. Das heißt, das hier einfach ins Telefon übernehmen oder ganz klassisch sich hier eine deutsche Festnetznummer heraussuchen und dann eben die entsprechende Meeting-ID über das Tastenfeld mit eingeben. Bitte auch beachten, dass hier einfach normale Gebühren für Festnetztelefonate auch stattfinden. Ein wichtiger Hinweis hierfür auch noch. So, Und jetzt habe zwar, ich sie. So, warte ja, mal. hier mal eine Zwischenfrage. Wo habe ich es denn? Im Chat müsstest du sagen. Du musst es im Chat
musst hier auf diesen Icon hier unten drauf gehen. Unterhaltung öffnen. Und da wird es, achso, es wird gerade gesagt. Lädt noch. Ja. So, ist das gerade eine Zwischenfrage oder eine Zwischenunterhaltung? Scheinbar letzteres. Dann würde ich einfach weitermachen. Vielleicht bitte dann die Fragen einfach dann doch über das Tool stellen, weil wir sind mittlerweile 35 Leute. Das ist dann ein bisschen schwierig und ich erkenne dann nicht immer, ob das Mikrofon zufällig an ist oder ob das dann eine gezielte Frage ist. Wir waren dabei, genau, richtig, bei der Freigabe. Telefonaudio. Ein großer Teil, der halt hier der Einstellungen tätigen Sie ja gar nicht in der Zoom-Software, sondern auf der Website zoom.us. Wenn Sie sich hier einloggen, können Sie nämlich wesentliche Einstellungen hier tätigen. Und hier ist zum Beispiel nämlich, wo hatten wir das? Vorherige Meetings, Einstellungen im Bereich Telefon. Hier können Sie zum einen die Landeskennung der Festnetznummer angeben. Also Sie können jetzt auch irgendwelche anderen Telefonnummern mit angeben, Österreich, Schweiz, Amerika oder wie auch immer, falls Sie eben international erwarten, dass jemand sich mit einwählt und eine länderspezifische Nummer bieten wollen. Und was ich auch eine wichtige Sache finde, ist Telefonnummer in der Teilnehmerliste verbergen, weil ansonsten, wenn jemand anruft, wird natürlich kein Bild gezeigt, sondern die Telefonnummer von der Person, also die Festnetznummer oder die Mobilfunknummer. Und da weiß ich nicht, ob das immer jedem recht ist und deswegen habe ich per se diese Funktion entschieden. Wenn Sie teilnehmen, können Sie entscheiden, welchen Namen Sie eingeben, ob Sie unter Ihrem Klarnamen mitmachen, ob Sie gar keinen Namen eingeben. Wer per Telefon teilnimmt, hat diese Wahl nicht. Da wird die Telefonnummer mit übertragen und deswegen habe ich das auch erstmal deaktiviert. Gut, ich schaue mal gerade nach, ob es bislang noch mal weitere Zwischenfragen hier gibt. So, oh, da sind ja einige, das freut mich. Wie kann ich dieses externe Fragetool aktivieren? Da weiß ich gerade nicht, was mit dieser Frage gemeint ist. Als externes Fragetool, und zwar gucken wir uns das hier auch direkt an. Das hat erstmal nichts mit Zoom zu tun. Das ist ein externer Dienst, der heißt pollunit.com. Das ist ein Anbieter aus München, der eben ja, schnell und unkompliziert anbietet, eben solche Abfragen auch zu erstellen. Den hatte ich auch in dem Webinar zum ja, Planung eines digitalen Elternabends auch, ich sag mal, empfohlen, weil er nicht wirklich, also er kostet natürlich, es gibt eine kostenlose Variante mit eben Werbung in den Umfragen und kostenpflichtige Varianten, die aber meiner Meinung nach recht bezahlbar sind. Also wer da mal reingucken möchte, pollunit.com und darüber lasse ich parallel die Umfrage laufen. Da gibt es eigentlich so erstmal nichts zu aktivieren. Computerton. Kann ich den Computerton einbinden, zum Beispiel ein YouTube-Video abspielen? Ja, natürlich. Das heißt, wenn in den Computereinstellungen auch das Computer-Audio ausgewählt ist und Sie ein Video ganz einfach über die Freigabe abspielen, wird über die Freigabe auch der Ton übertragen. Das geht. Aufzeichnung eines Meetings und Datenschutz. Guten Tag. Guten Tag. Zoom hat die Option, Meetings aufzunehmen. Das würde Anbieter die Möglichkeit eröffnen, Vorträge im Nachhinein zur Verfügung zu stellen. Oder wie ist das im Kontext Datenschutz geregelt? Gibt es da Einschränkungen? Worauf muss geachtet werden, wenn man eine gehostete Veranstaltung aufnimmt und nachher auf einer anderen Plattform zur Verfügung stellen möchte? Naja, grundsätzlich erstmal, also zum einen ja, das machen wir hier ja auch. Wir nehmen diese Aufzeichnung auf. Sie wurden dahingehend am Anfang informiert, als Sie hier reingekommen sind, dass das Ganze aufgezeichnet wird. Und ich kann mir eben nachher von der Cloud diese Aufzeichnung herunterladen und über unser Blog im Prinzip dann zur Verfügung stellen als
als Art Archiv für diejenigen, die jetzt eben gerade keine Zeit haben, sich das anzugucken. Eine tolle Funktion. Es ist wirklich nur ein Mausklick für die Aufzeichnung. Man kann auch, ich sag mal, die Variante wählen, dass nicht in der Cloud aufgezeichnet wird, sondern eben lokal auf dem Rechner. Das heißt, dann wird eben im Prinzip die komplette Konferenz zwischen gebuffert oder gepuffert. Und wenn die Konferenz zu Ende ist, wird aus diesen Informationen ein Video gerendert. Da möchte ich allerdings zu bedenken geben, dass Sie bei längeren Videokonferenzen einen leistungsstarken Rechner brauchen. Ein Kollege hatte schon mal den Fall mit einem Surface 2017 Pro, also auch mit einem Core 5 Prozessor, 2 Stunden Aufzeichnung, und da hat das Ding fast 20 Stunden dann durchgerattert, um eine Aufzeichnung auch zu rendern. Das muss man einfach ausprobieren. Aber die Möglichkeit, die gibt es auch. Worauf ist zu achten? Zu achten ist natürlich ganz klar Urheberrecht. Also das heißt, wenn ich über die Bildschirmfreigabe urheberrechtlich geschütztes Material im Prinzip zeige, veröffentliche oder zeige, ist es dann auch eine Veröffentlichung, wenn ich es nachher bei YouTube hochlade. Und wenn ich mir jetzt hier Video einbinde und keine Möglichkeit finde, das in das Zitationsrecht einzuordnen, dann ist das natürlich ein Urheberrechtsverstoß. Das muss klar sein. Ansonsten gibt es ja die Möglichkeit auch des Zitationsrechts. Also das heißt, wenn Sie urheberrechtlich geschütztes Material haben und daraufhin einen eigenen oder einen eigenständigen Beitrag mit aufbauen, dann kann man das auch mit verwenden. Also die normalen Regelungen vom Urheberrecht und Kunsturheberrecht sind ja auch zu beachten. So, EasyMeet 24, die Unterschiede, die hatten wir schon, die Telefoneinwahl, mehrere Hosts. Kann ich über Zoom Pro mehrere Menschen Hostrechte geben oder muss ich bei jeder Konferenz selber dabei sein oder ein Host benennen? Also zum einen, es gibt pro Videokonferenz immer nur einen einzigen Host. Ja, da kann man auch so gar nichts machen. Was wir machen können, ist Co-Hosts zu ernennen. Das zeige ich Ihnen jetzt mal. Und zwar gebe ich den Bildschirm jetzt hier mal frei mit der Videokonferenz. Und Sie sehen, ich habe hier auf der rechten Seite meine Teilnehmerliste. Für diejenigen, die die jetzt nicht haben, hier unten, da ist der Button mit Teilnehmer verwalten. Und wenn ich hier draufklicke, kommen meine Teilnehmer, genauso wie ich hier den Chat ein- und ausblenden kann. So, ich nehme jetzt zum Beispiel mal den Jürgen Ertelt. Jürgen, ich ernenne dich jetzt hiermit feierlich zum Co-Host. Das bedeutet, ich klicke jetzt zum Beispiel auf Mehr und kann sagen, Co-Host erstellen. Oder ich kann den Jürgen jetzt auch zum Host machen und dann das Meeting auch verlassen. Das ist auch gar kein Problem. Was bedeutet Co-Host erstellen? Ein Co-Host hat nochmal besondere Rechte gegenüber den Teilnehmern und kann Teilnehmer stumm schalten zum Beispiel, kann Lautsprecher aktivieren, deaktivieren, Webcam ein- und ausschalten. Was aber noch viel wichtiger ist, ich hatte letztens bei der Zoom-Konferenz oder bei dem Webinar zum Thema Zoom, wo hier über 200 Leute waren, hatten wir die Situation, dass ständig jemand den Bildschirm freigegeben hat. Einfach zum Auszuprobieren, das ist natürlich für das laufende Webinar total nicht so besonders. Und ich habe die Möglichkeit, in den Einstellungen unter zoom.us diese Freigabe eben nur für Hosts und Co-Hosts zu legitimieren. Das heißt, wenn ich jetzt auch ein Webinar habe, auch mit jemand anderen, würde ich diese andere Person zum Co-Host ernennen und diese andere Person hätte dann auch die Möglichkeit, Bildschirm freizugeben, Chat und Teilnehmer mit zu verwalten, aber ich wäre immer noch der Host. Was ich gestern ausprobiert habe, weil hier nämlich auch die Frage war, ist es möglich, in einer laufenden Konferenz jemanden zum Host zu ernennen? Ja, geht. Mein Gedanke war, was passiert denn mit der Konferenz, wenn ich als Lizenzinhaber rausgehe und in der Konferenz nur noch Basis-Accounts drin sind und ich aber jemanden zum Host ernenne? Endet die dann nach 40 Minuten oder läuft die weiter? Den Versuch habe ich gestern gemacht und bei mir lief das auch weiter.
bitte, jetzt kann natürlich sein, dass ich jetzt irgendwie eine Konstellation habe, die das jetzt begünstigt hat, aber ich konnte in der Tat jemanden zum Host ernennen und mit meinem Computer komplett rausgehen und die Videokonferenz lief mit den anderen Personen dann weiter. So, mein Lieblingsthema, Datenschutz und Apple, genau. Das machen wir gleich. Ja, nehmen wir erstmal Datenschutz, richtig, da muss ich erstmal einen Schluck trinken. Sie alle haben mitbekommen oder viele haben mitbekommen, es gab über Heise, Golem, verschiedene IT-Verlagsseiten Meldungen, dass Zoom eine Datenschleuder ist, Daten an Facebook weitergibt. Viele haben in meinen Augen in einer Überreaktion Zoom komplett verboten aufgrund dieser Meldungen. Und da muss man jetzt einfach mal schauen, wie Meldungen zustande kommen, in welchem Kontext sie geschrieben sind und was wirklich auch dahinter steckt. Also zum einen, ja, es war wirklich so, dass über die iOS-App, also bei Apple, bei iPhones, bei iPads, die Zoom-App Daten an Facebook weitergegeben hat. Was aber laut Zoom kein Geschäftsmodell ist, sondern ein Fehler in der iOS-Version war. Also, und zwar gibt es das sogenannte Social Login, dass wir uns mit Google, mit Facebook auch direkt bei Zoom einloggen können. Und dieser Social Login hat wohl im Hintergrund Daten versendet. Das wurde am Samstag bereits mit einem Update behoben. Das heißt, wenn Sie Ihre iOS-App updaten, werden jetzt hier keine Daten mehr weiter, werden keine Daten mehr weiter verbreitet. Ansonsten, Datenschutz ist natürlich immer ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ich muss auch sagen, ich selber bin kein Datenschützer, sondern ich kann immer nur gucken, ich bin relativ in dem Thema drin, aber ist etwas für mich nachvollziehbar, nicht nachvollziehbar. Das gehört ja auch mit zur Meinungsbildung bei digitalen Themen. Ich würde Ihnen jetzt einfach einen Artikel empfehlen, den ich Ihnen in den Chat mal reinschicke, den Link. Können Sie sich mal abspeichern. Und zwar geht das hier, ist das von datenschutzguru.de. Das ist ein relativ anerkannter Datenschützer und IT-Experte, der schon länger zum Thema Zoom und Datenschutz schreibt. Und Sie sehen es an der Überschrift Sachlichkeit in sozialen Medien auch aufruft und auch so ein bisschen analysiert, wie kommen überhaupt diese ganzen Themen zusammen. Würde ich Ihnen einfach mal raten, sich diesen Artikel durchzulesen und sich eine Meinung zu bilden. Ansonsten haben wir alle auch Datenschutzbeauftragte, die wir da fragen können. So, genau. Dann war noch die Frage, richtig, ich musste sie gerade hier nochmal rum und suchen, wie sicher unsere Inhalte bei Zoom sind, Thema Datenschutz, und dann möchte ich das Thema auch gerne schließen. Es haben sich mittlerweile sehr viele die Datenschutzerklärung auch angeguckt, auch Bekannte von mir, die Datenschutzbeauftragte sind, IT-Experten sind, und es steht hier ganz klar auch drin, wir verkaufen Ihre personenbezogenen Daten nicht, egal ob Sie ein Unternehmen, eine Schule, Benutzer sind, wir verkaufen Ihre Daten nicht. Also das heißt, in den Datenschutzbestimmungen stärkt Zoom die Rechte an den eigenen Daten. Ich bekomme das ja mit, weil wir einen Business-Account haben, wo viele einzelne Accounts angegliedert sind. Was für Daten anfallen, das sind sogenannte Metadaten. Das heißt, in meinem Dashboard im Prinzip bei Zoom sehe ich, welcher Benutzer-Account im Prinzip wie lange Konferenzen macht. Ich sehe die Länder, also im Prinzip die Daten, die normalerweise anfallen, wenn ich mich im Internet bewege. Wenn Sie sich im Internet bewegen, jede Website analysiert mittlerweile Ihre IP-Adresse, Ihren Browser, Ihre Systemkonfiguration. Also das sind bestimmte Daten, die anfallen zur Analyse, Werbezwecken. Und genau diese Daten und auch Metadaten fallen bei Zoom an, hat eben auch Analysetätigkeiten. Aber diese werden eben nicht verkauft, sondern dort eben für die Analysezwecke bereitgestellt. Inwieweit jetzt jeder Einzelne den Datenschutzbestimmungen vertraut oder nicht vertraut, ist dann auch die Angelegenheit des Einzelnen.
meine persönliche Meinung. Das steht auch ganz gut in diesem Blogartikel, den ich Ihnen empfohlen habe. Wer nicht möchte, dass die NSA oder irgendwelche Geheimdienste und Industrien Daten von einem kriegen, der sollte am besten ein bisschen Abstand von generell digitalen Medien haben. Sollte Zoom nicht nutzen, sollte Facebook nicht nutzen, vor allen Dingen sollte auch kein Smartphone benutzen wie Android oder auch iOS, weil hier werden weitaus mehr Daten generell generiert und monetarisiert. Kleingruppenarbeit, das ist ein schönes Thema. Wie arbeite ich in Kleingruppen? Das wollen wir jetzt direkt auch mal vorführen und ausprobieren. Und zwar haben wir hier, das zeige ich Ihnen jetzt direkt, die Funktion der Breakout-Sessions. Breakout-Sessions, ich mache mal gerade, genau, das ist hier unter Mehr und dann Breakout-Sessions. Breakout-Sessions sind virtuelle Kleinräume, wo der Administrator, der Host sie hin verteilen kann. Ich habe jetzt hier ein Fenster bekommen und ich habe jetzt die Möglichkeit, sie, also insgesamt 34 Teilnehmer, automatisch oder manuell in eine bestimmte Anzahl an Räumen zu verteilen. Hier werden mit vorgeschlagen in 8 Räume, ich kann aber auch sagen in 7, in 6. Und Sie sehen darunter jeweils 11 bis 12 Teilnehmer pro Session. Also je weniger Räume ich mache, desto mehr oder je mehr Räume ich habe, desto weniger Teilnehmerinnen pro Session sind natürlich da. Dann kann ich auch sagen automatisch oder manuell. Das heißt, wenn ich jetzt auf manuell klicke, erstelle ich jetzt mal, dann habe ich hier die einzelnen Breakout-Sessions. Die kann ich auch umbenennen. Raum 1 oder Testgelände oder wie ich das auch immer haben möchte und kann jetzt anfangen, sie hier zuzuordnen. Ja. Das heißt, wenn Sie das jetzt wirklich im Kurseinsatz haben wollen, eine Klasse haben oder eine Konfirmandengruppe und wollen, dass die jetzt wirklich in Kleingruppen arbeiten, geht das hier wirklich sehr gut. Ich demonstriere das jetzt einfach mal kurz mit automatisch, weil ich sie jetzt nicht manuell zuteilen möchte. Ich teile uns jetzt 3 bis 4 Teilnehmer in insgesamt 9 Räume auf. Sie werden nach ungefähr einer Minute, gibt's dann, habe ich hier so eingestellt, dann eine Meldung, dass Sie wieder in die Hauptkonferenz zurückkommen. Also Sie verlassen im Prinzip die Videokonferenz nicht. Sie begeben sich jetzt nur in einen virtuellen Raum. So, die Sessions werden neu erstellt. Ich habe jetzt hier die Übersicht der Teilnehmenden in die einzelnen Sessions. Das heißt, auch hier kann ich nochmal verschieben. Und dann kann ich einfach sagen, alle Sessions beginnen und Sie bekommen jetzt eine Meldung, dass für Sie ein Raum bereit ist und gehen Sie einfach mal rein, unterhalten Sie sich ein bisschen mit den anderen Personen. Dafür müssen wir das Freischalten, das Stummschalten aufheben. Wie bitte? Anke. Nee, weg ist sie.
So, alle wieder da, wunderbar. Genau, das soweit zu den Kleinräumen. Ich mache mich gerade noch mal groß, dass wir uns auch alle hier sehen. Genau. Ach, war immer noch die Bildschirmfreigabe an. Gut. Das soweit zu den Kleingruppenräumen. Da hat man einfach die Möglichkeit, diese Sessions zu erstellen. Ich finde, ein bisschen nachteilig ist, dass die Teilnehmerin nur über den Host in eine andere Session reinkommen. Also wir haben uns natürlich überlegt, können wir Fortbildungsformate auch mit Breakout-Sessions zum Beispiel machen, unterschiedliche Räume. Würde aber bedeuten, wenn ich persönlich als Teilnehmer von Raum 3 in Raum 4 ist, ich müsste erst zurück in die Hauptvideokonferenz und müsste den Host bitten, mich in Raum 4 zu verschieben. Das ist ein bisschen noch unglücklich gelöst. Vielleicht tut sich da ja noch was. Eine Funktion, die ich jetzt vielleicht noch zeigen möchte, was mir gerade noch mal klar ist, ist und zwar die unterschiedlichen Ansichten, wenn wir Zoom auch in Webinaren oder in Veranstaltungen nutzen. Und zwar haben Sie ja gemerkt, ich gebe kurz den Bildschirm noch mal frei, dass Sie hier oben mit dem Button, ich mache den Chat und die Teilnehmerliste mal kurz weg. Genau, hier oben haben Sie eine Galerieansicht und eine Sprecheransicht. Das bedeutet, Galerieansicht werden hier alle gleichberechtigt in den Fenstern angezeigt. Sprecheransicht wird immer der angezeigt, der jetzt gerade einen aktiven Ton hat. Das ist im Prinzip erstmal eine gute Lösung für Veranstaltungen, auch wenn die anderen stumm geschaltet sind. Hätte jetzt aber den Nachteil, dass wenn jetzt mehrere Leute ihr Mikrofon freischalten, dann auch das Bild nachher immer schnell wechselt. Mag in der Live-Veranstaltung noch okay sein, in der Aufzeichnung stört es vielleicht auch ein bisschen. Zudem kommt, wenn Sie aus Zoom heraus einen Livestream machen, wird immer die Ansicht gestreamt, die Sie hier in Ihrem Fenster haben. Das heißt, wähle ich Galerieansicht, wird die Galerieansicht gestreamt. Wähle ich die Sprecheransicht, wird die Sprecheransicht gestreamt. Das kann ich soweit umgehen, indem ich ein sogenanntes Spotlight-Video verwende. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier auf diese drei Punkte über meinen Namen gehe und dann sage Spotlight-Video, das kann ich jetzt zum Beispiel auch mit dem Ralf Skerzöller machen. Ralf, ich mache dich jetzt mal gerade Spotlight. So, und auch wenn ich jetzt gerade am Erzählen bin, ist das Video zu sehen, was ich jetzt für alle hervorgehoben habe. Das ist besonders schön für, ich sag mal, redaktionelle Settings, wenn man vielleicht auch mit mehreren Kameras, mehreren Teilnehmern auch arbeitet. Wenn es Moderator gibt, mehrere Fenster, dass man einfach steuern kann, wer ist eigentlich gerade für alle zu sehen. So, dann haben wir die Kleingruppenarbeit. Kann ich fremde Whiteboard-Software direkt in Zoom einbauen? Da fragen Sie mich was. Ich glaube nicht. Ich kann es Ihnen ehrlich gesagt nicht beantworten. Ich kann es mir aber auch nicht wirklich vorstellen. Ich habe ja hier über die Bildschirmfreigabe die Möglichkeit, auch ein Whiteboard zu nutzen. Ob ich hier was Externes mit einbauen kann. Also garantiert ja über die Bildschirmfreigabe, dass ich das externe Tool im Hintergrund laufen habe und alle anderen das sehen, aber nicht so, dass alle anderen dort mitmalen oder mit whiteboarden können. Das geht, glaube ich, so nicht. Okay, jetzt haben wir hier der Tobias Heinemann, der schreibt noch was. www.avv-app.com. Vielleicht kann einbauen. Ich kann es kurz erklären. Das ist die App, die ich meinte mit der Whiteboard-App. Man kann da ruhig mal draufklicken. Ich habe da vorhin mal ein bisschen rumgekritzelt. Ich finde, das ist ein sehr schönes Tool. Allerdings ist das ist eben nicht innerhalb von Zoom. Ne? Hier kann ich also auch Karten, Post-its verwenden und so weiter. Ja, also ich glaube, das läuft dann wirklich nur so, dass man im Prinzip den öffentlichen Link dann einfach über den Chat nimmt und das als zweites Tool hat. Also ich glaube nicht, dass man einfach nochmal weitere Tools ähnlich wie jetzt mit einem iFrame irgendwie da jetzt einbauen könnte. Also das wäre natürlich okay.
fantastisch, aber das würde auch ein Sicherheitsrisiko bedeuten, wenn externe Dienste in diese Zoom-Software, glaube ich, da reinkommen. Okay. Kann man den Zoo der eigenen Kamera in Zoom steuern? Wahrscheinlich den Zoom der eigenen Kamera in Zoom steuern. Wir haben die Möglichkeit, was haben wir denn für die Möglichkeit? Wir gucken direkt mal in die Videoeinstellung. Und zwar alles, was mit der Kamera zu tun hat, sehen wir ja hier in den Videoeinstellungen. So, hier kann ich jetzt nur meine Kamera auswählen, das Format. Ich kann HD aktivieren, aber ich habe keine Zoom-Möglichkeit. Das, was wir vorhaben, das geht im Prinzip, und zwar nicht über Zoom, sondern über externe Tools. Das heißt, ich könnte jetzt hier über eine Broadcast-Software, die jetzt im Hintergrund nochmal läuft, wo ich auch den Greenscreen drüber laufen habe, das machen, aber nicht direkt über Zoom. Das geht nicht. Oder natürlich, wenn Sie jetzt eine Logitech-Kamera haben, die einen Zoom erlaubt, dann über die Logitech-Software im Hintergrund im System. Das wird dann auch direkt angezeigt. Das funktioniert auch. So, Kleingruppen 2 können Arbeitsergebnisse, die in einer Breakout-Session erarbeitet wurden, im Plenum präsentiert werden, ähnlich eines Flipchart-Blatts. Das kommt ja darauf an, wo die Arbeitsergebnisse festgehalten wurden. Das heißt, Zoom bietet da ja im Prinzip jetzt erstmal nur einen Raum an und im Prinzip ein Whiteboard, was ich jetzt eigentlich so gut wie gar nicht nutze, aber sonst keine kollaborativen Möglichkeiten, auch inhaltlich zu arbeiten. Wenn Sie jetzt aber die Arbeitsinhalte zum Beispiel in einem Etherpad oder in einem anderen Tool festhalten, können Sie das Tool ja nachher wieder nutzen und im Plenum das zu präsentieren. So würde ich das wahrscheinlich auch eher machen. Etherpads, falls diejenigen, die das noch nicht kennen, kann ich das auch noch mal ganz kurz zeigen. Und zwar Etherpads, falscher Link eingegeben. Na. Beim Etherpad handelt es sich im Prinzip um einen online-basierten Texteditor. Das heißt, das ist wie ein Textfeld, wo alle, die den öffentlichen Link haben, reinschreiben können. Ich zeige jetzt hier mal was, ein gut laufendes Pad unter yourpart.eu. Das heißt, gibt man dann hier einen Namen ein und eröffnet sich ein neues Pad und alle, die jetzt im Prinzip diesen Link jetzt hier haben, die können jetzt zusammen in dieses Etherpad reinschreiben und alle Ergebnisse sind dann auch über diesen Link dann auch abrufbar. Und Ähnliches kann man natürlich auch machen, wenn man, ich sag mal, ein Online-Office, ein Only-Office hat oder Microsoft 365, also ein webbasiertes Office-Tool, dann auch mit Präsentationen oder mit Padlets, dann eben auch mit Pinwänden oder mit Karteikarten etc. Okay, Reaktionen ist ja immer so die Frage, welche Rückmeldemöglichkeiten haben Personen, die in Zoom sind. Wir haben jetzt ja die Möglichkeit einerseits über den, ja, der Jürgen Ertl schreibt gerade, aus yourpart.eu wird Mitte April yopad mit yopad.eu. Genau, Padlet ist auch gut. Ja, richtig, genau. So, ist immer so die Frage, wenn ich jetzt in einer Galerie an sich bin oder wie können sich denn Teilnehmer im Prinzip denn jetzt oder kenntlich machen, wenn die jetzt irgendwie einen Redebeitrag haben oder auch irgendwie eine Rückmeldung haben. Das ist natürlich auch immer am schönsten zu sehen, wenn man in der Galerie an sich dann auch befindet. Und zwar gibt es, gerade die Galerieansicht, genau, hier in der Teilnehmerverwaltung so unterschiedliche Symbole, die Sie klicken können. Da können Sie auch Zustimmung oder einen Daumen nach unten machen, applaudieren und Sie müssten auch noch so ein Meldesymbol haben. Wenn Sie das einsetzen, bitte auch darauf achten, dass sich
dass sie die Leute auch sehen. Ja, also wenn ich ein Spotlight-Video habe, dann sehe ich vielleicht oben, das kann ich Ihnen jetzt gerade noch mal zeigen, in der Freigabe, sehe ich mich und jetzt oben die 6 Personen, die jetzt eben in den Bildschirm reinpassen, aber ich habe nicht alle Personen jetzt im Blick. Also entweder das Ganze so gestalten, dass Sie alle Leute hier drin sehen, oder Sie haben einfach eine zweite Person, das rät sich auch bei größeren Veranstaltungen für den Anfang, die den Chat und die Teilnehmer auch im Blick behalten und vielleicht dann auch hier die Fragen ein bisschen sammeln, moderieren etc. In Ordnung. Was gibt es denn sonst noch für aktuelle Fragen? Können Sie sich gerne das Mikrofon freischalten, mitreden, Fragen in den Chat stellen. Können wir jetzt die letzten paar Minuten noch auf die Fragen noch eingehen? Eine Frage. Räume werden nicht aufgezeichnet, gell? Die Sessions, die Session-Räume, ja. Nee, das wird nicht aufgezeichnet, okay. Nein. Ich habe auch noch eine Frage. Könnte es möglich sein, dass ich sozusagen parallel zu dem Event noch weitere Events erstelle und Teilnehmer dann dorthin auch schicke mit einem extra Zugangslink? Dann brauche ich aber wahrscheinlich eine andere Lizenz für noch weitere Hosts, oder? Also meinst du jetzt in mehreren Zoom-Konferenzräumen zu arbeiten? Ja, das wäre dann auch die Möglichkeit, dass die Teilnehmer untereinander wechseln, ohne dass sie wieder über den Moderator gehen müssen. Ja, also das ist das. Wir haben ja am 30. April das Online-Barcamp Bildung Digital und das wollen wir auch stattfinden lassen in unterschiedlichen Zoom-Konferenzräumen. Das heißt, wir haben dann wirklich für die Session-Räume haben wir 4 Pro-Lizenzen und 4, ich sag mal, Videokonferenzräume. Und über den Session-Plan erfahren die Leute dann halt eben die Meeting-ID, wo sie dann immer hin müssen. Aber das sind im Prinzip auch nur 4 parallele Lizenzen. Das ist das egal, ob das jetzt ein Business-Paket oder 4 einzelne Pro-Lizenzen sind. Ich hätte noch eine Frage. Bitte. Und zwar, ich habe heute mit meinen Kolleginnen schon eine Konferenz über Zoom gehabt. Und eine Idee war, wir sind im Beratungssetting aktiv und eine Idee war, gerade in Zeiten wie diesen, wo mit dem Virus so viel Unsicherheit jetzt in die Welt gesetzt ist, ob man über Zoom sowas wie einen offenen Beratungsraum einrichten kann. Die Idee ist, man ist von 9 bis 12 Uhr in diesem Beratungsraum verfügbar. Wenn jemand reinkommt, kann er den ohne Terminbuchung oder so betreten. Es sollte aber in diesem Setting irgendwie gewährleistet sein, dass immer nur ein Teilnehmer in den Raum drinnen sein kann. Kann man das mit Zoom irgendwie managen? Also zum einen auch mit einem Pro-Account wird ein Raum, ich glaube, auch nach 40 oder 60 Minuten Inaktivität automatisch geschlossen. Ja, also das muss Ihnen bewusst sein. Wir bieten ja auch Zoom- oder Sprechstunden auch an für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und dann läuft im Prinzip eine offene Zoom-Konferenz mit deaktiviertem Mikro, deaktivierter Kamera. Und wenn jemand reinkommt und sagt Hallo, dann können wir uns zuschalten. Aber wir müssen darauf achten, nach 40 oder 60 Minuten Inaktivität wird der Raum geschlossen. So, was Sie dann machen können, es gibt beim Raum, ich muss jetzt mal gerade schauen, ich gebe den Bildschirm frei, wenn Sie ein Meeting planen, wo haben wir denn jetzt das Planungsfenster? Hier. So, bearbeiten. Habe ich hier erweiterte Optionen, eine Warteraumfreigabe. Das heißt, ich habe sowas Ähnliches wie einen Warteraum oder eine Lobby und kann dann dort von dort aus die Personen zu mir reinholen. Das heißt, das ist dann eher ja, wie das Foyer dann im Beratungszentrum. Und Sie haben die Möglichkeit, was ich auch, ich sag mal, bei sensiblen Informationen oder Gesprächen auch empfehlen würde,
über die Teilnehmerverwaltung. Ich bin jetzt hier rechts im Fenster auf dem Button Mehr. Haben Sie die Möglichkeit, ein Meeting zu sperren? Das heißt, wenn ich jetzt hier draufklicke, dann kommt keiner mehr in das Meeting rein. Das ist, ich sag mal, wichtig und relevant bei, ich sag mal, ja, vertraulichen Gesprächen und Beratung. Weil aktuelles Thema, ich weiß nicht, ob Sie schon was von Zoom-Bombing gelesen haben. Und zwar ist das wohl auch gerade ein Phänomen, was in den Staaten verhäuft auftritt, dass Personen in irgendwie von Zoom-Konferenzen, von den IDs mitbekommen, in diese Konferenzen gehen und dann eben über die aktivierte Bildschirmfreigabe pornografisches und gewaltverherrliches Material dann im Prinzip posten und für alle sichtbar machen. Von daher einfach für mich der Tipp bei Veranstaltungen, wo Sie die Über- oder die Teilnehmerin nicht alle kennen, Bildschirmfreigabe nur für Host und Co-Host, notfalls auf Anfrage verteilen. Und wenn Sie wissen, alle sind da, bei geschlossenen Veranstaltungen den Raum einfach zumachen, dann kommt keiner mehr rein. Gibt es noch weitere Fragen? Können Sie das nochmal zeigen, wie das geht mit dem Raum schließen? Ja, natürlich, natürlich. Genau. Also Sie sehen ja hier auf der rechten Seite meine Teilnehmerliste, ja? Hier die Teilnehmer, wo alle Teilnehmer aufgelistet sind. Und ich kann die auch mal gerade, sehen Sie, ich klappe die aber auch gerade mal aus, um die hier mal ein bisschen in den Mittelpunkt zu ziehen. Und bei einer Teilnehmerliste habe ich hier unten den Button Mehr. Mhm. Und wenn ich hier drauf klicke, habe ich die Möglichkeit, das Meeting zu sperren. So, kommt die Meldung, keine neuen Teilnehmer können in diesem Meeting beitreten, wenn es gesperrt ist. Ja, also über den Button Mehr, das war jetzt. Mhm. Genau, Mehr, richtig. Und hier habe ich halt eben auch die Möglichkeit, dann eben, sagen wir wieder mit dem Meetingfenster zusammenführen oder sie alle stumm zu schalten. Und bei der Stummschaltung habe ich auch die Wahl, ich kann es Ihnen ermöglichen, sich selbst wieder eine Stimme zu verleihen. Ich kann aber auch sagen, das brauchen Sie nicht oder ich möchte das nicht. Es sollen erstmal alle zuhören. Das ist vielleicht, also das bei größeren Gruppen ist das ratsam. Ja. Weil jetzt haben wir im Hintergrund ein leichtes Pfeifgeräusch von irgendeinem Mikrofon und das ist jetzt eben für alle hörbar. Und dadurch, dass einige vielleicht auch Kopfhörer aufhaben, ist dann dieses Geräusch direkt im Ohr mit drin und das stört. Jo, ich schalte mich wieder aus. Gut, ja, ich würde Ihnen einfach raten, wenn es jetzt keine weiteren Fragen oder so mehr gibt. In der Regel ist es ja eh so, die Fragen, die kommen dann genau dann, wenn wir jetzt hier gerade fertig sind. Sie haben aber die Möglichkeit, natürlich auch auf dem Laufenden zu bleiben, und zwar über unser Blog erwachsenenbildung-ekhn.blog. Hatte ich Ihnen vorhin auch schon mal eingebettet. Und hier gibt es zum einen auch die Webinarübersicht. Das heißt, wir bieten jetzt zum Beispiel morgen einen spannenden Podcast auch an. Gedankenflimmern ist ein Live-Podcast um die Frage, wie verändert das Coronavirus eigentlich gerade unseren familiären und beruflichen Alltag? Was brauchen wir noch? Was wünschen wir uns? Wo brauchen wir noch Unterstützung? Und was läuft so ganz gut? Und am Donnerstag für diejenigen, die sich vielleicht auch ein bisschen technisch nochmal weiterbilden wollen, auf dem Weg zum eigenen Streaming- und Webinarstudio. Da gucken wir auch mal, wie wir hier, mit welcher Technik wir arbeiten, wie man Greenscreen richtig schön hinkriegt, wie es mit Beleuchtung, Kamera aussieht in den einzelnen Preisklassen. Und wir haben hier auch Zoom-Sprechstunden sind hier drin. Und wenn Sie konkrete Fragen haben, können Sie diese in die Sprechstunde auch schon mal direkt vorposten. Dann können wir uns auch entsprechend darauf vorbereiten. Genau. Ansonsten empfehle ich natürlich auch unseren Newsletter zu abonnieren, dass Sie soweit auch alles zugeschickt bekommen. In Ordnung. Ich denke, das war jetzt erstmal eine sehr informative Stunde, sind wir jetzt ja auch schon dran, ist jetzt gleich 15 Uhr. Ich bedanke mich auf jeden Fall für das Mitmachen. Ich würde Sie im Nachhinein einfach auch nochmal bitten, mir ein kleines Feedback auch nochmal zu hinterlassen. Und zwar auch über das Poll-Tool, was ich jetzt vorhin,
was ich vorhin auch schon mal präsentiert habe, habe ich eine kleine Feedbackrunde vorbereitet. Wenn Sie da gleich nochmal die Zeit finden würden, kleine Bewertung auch zu hinterlassen, was Ihnen gefallen hat, was Ihnen nicht gefallen hat, das wäre fantastisch. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, Sie in einer weiteren Veranstaltung nochmal begrüßen zu können. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie auf jeden Fall gesund und viel Spaß beim Zoomen, beim Ausprobieren und bei neuen Formaten. Machen Sie es gut, auf Wiedersehen, bis bald. Tschüss. Tschüss.